Geliebte Menschen, geliebte Lichtarbeiter, ich begrüße euch aus der Tiefe meines Herzens zu der Botschaft von Elrarit. Und ich bitte jeden Einzelnen jetzt, sich in die Energie des Schutzes einzuhüllen, in die Energie der Liebe sich einzuhüllen und das Licht, das goldene Licht des Lichtes einzuatmen. Und so spüre, wie du mit jedem Atemzug immer mehr in die Entspannung kommst, wie du immer mehr in die Ruhe kommst. Beginne nun dein Herz zu öffnen und die Worte von Elrarit zu empfangen. Mit dem Segen des Lichtes von Lyra begrüße ich dich, geliebter Mensch, geliebte Menschenfamilie. Ich bin Elrarit, der Kommandant der Lichtflotte von Lyra. Unsere Botschaft lautet: Wir kommen in Frieden. Wir kommen, um zu helfen. Wir haben unsere Lichtschiffe in eurem Sternensystem platziert und ihr könnt sie tatsächlich mit euren physischen Augen sehen. Das ist neu, denn wir haben sehr oft unsere Lichtschiffe unsichtbar gemacht, um euch nicht zu erschrecken. Auch sind wir bereits unter euch. Und unsere Absicht ist es, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Ich, der Kommandant, habe einen Plan für das Hilfsprojekt Erde und unsere Ankunft auf eurer Erde entwickelt. Und ich möchte, dass ihr diesen Plan heute kennenlernt. Zunächst möchte ich euch versichern, dass wir in Frieden und mit den besten Absichten kommen. Unsere Mission ist es, der Menschheit auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Und zu diesem Zweck haben wir unsere Lichtschiffe in eurem Sternensystem platziert. Und ihr könnt sie tatsächlich mit euren physischen Augen sehen. Und wir sind bereits unter euch. Zurzeit haben wir auf Jupiter eine Basis eingerichtet, von der aus wir bei der Verteilung der Hilfe helfen können. Unsere Mutterschiffe tanken im Auge von Jupiter Energie auf und warten auf mein Kommando zum Einsatz. Der zweite Teil meines Plans besteht darin, Kontakt mit den Regierungen der Erde aufzunehmen. Ich habe bereits begonnen, mit einigen eurer Regierungschefs Kontakt aufzunehmen, und sie wissen von unserer Anwesenheit und unseren Absichten. Wir arbeiten an einem Friedensprotokoll für den offiziellen Kontakt und hoffen, dass wir es bald fertig haben werden. In der Zwischenzeit leisten wir dort Hilfe, wo sie am dringendsten benötigt wird. Und wir werden das auch weiterhin tun, bis wir offiziellere Beziehungen zu eurer Welt aufbauen können. Eure Weltenlenker sind sehr stur und von negativen Mächten beeinflusst. Aber wir hoffen, dass wir bald mit unserem Licht einen neuen Weg und eine Einigung für den Frieden erzielen können.
Ich möchte betonen, dass es keinen Grund zur Angst oder Beunruhigung gibt. Wir kommen in Frieden und wollen euch nichts Böses. Ich bitte um eure Geduld und Zusammenarbeit, während wir daran arbeiten, Kontakt und Beziehungen zu eurer Welt herzustellen. Der dritte Punkt in meinem Plan beinhaltet ein Rettungsprogramm für die Menschen, falls euer Konflikt auf der Erde eskalieren sollte und sich nicht mehr friedlich gestaltet. Wir haben die Technologie und die Ressourcen, um Menschen von euren Planeten zu evakuieren und in einen sicheren Hafen zu bringen. Unsere Lichtschiffe fassen Millionen von Menschen. Das ist natürlich der letzte Ausweg, aber wir sind bereit, ihn zu nutzen, wenn es nötig ist. Der vierte Punkt. Zusätzlich zu den Evakuierungen, sollten sie denn nötig sein, sind wir auch in der Lage, bei den Aufräumarbeiten und dem Wiederaufbau zu helfen, sollte euer Konflikt auf der Erde einen Großteil eurer Infrastruktur zerstören. Wir denken aber, dass es nicht so weit kommen wird. Doch haben wir bereits begonnen, auf alle mögliche Art und Weise zu helfen. Und ihr sollt wissen, dass wir noch mehr tun können, wenn ihr es wünscht. Der fünfte und wichtigste Punkt ist es, euch allen zu helfen, in die fünfte Dimension aufzusteigen. Viele von euch sind bereits so weit und haben begonnen, einige der Symptome des Aufstiegs zu erfahren. Diejenigen, die noch nicht so weit sind, können wir dabei unterstützen, ihre Schwingung zu erhöhen und sich auf den Übergang vorzubereiten. Das ist der wichtigste Teil unserer Mission und wir arbeiten bereits seit Langem mit den 7 kosmischen Schwestern und deren Kommandanten daran. Dies ist mein Plan für die Zukunft eurer Erde. Und ich hoffe, dass er eure Ängste und Bedenken für die Zukunft lindern und zerstreuen wird. Denkt immer daran, wir alle kommen in Frieden zu euch und geben euch all unsere Unterstützung in tiefster Liebe und mit dem Segen des Lichtes, welchen ich jetzt noch einmal zu euch allen sende. Und so verabschiede ich mich voller Liebe und Demut von euch. Und du, lieber Lichtmensch, der du diese Botschaft gehört hast, ich bitte dich, Hände und Füße zu bewegen, deine Augen zu öffnen und wieder ganz hier zu sein. Ich danke dir, dass du zugehört hast, denn die Energien fließen jetzt in deiner Seele und sie geben dir Hoffnung und Kraft für die Zukunft. Das war also die Botschaft von Elra Reed und ich finde, es ist so faszinierend, diese riesigen Raumschiffe kann ich mir selbst gar nicht vorstellen, aber es wurde so gesagt. Und es ist tatsächlich so, sie zeigen sich jetzt intensiver und sie beobachten ständig die Erde und sie sind, wenn es sein muss, ganz schnell hier. Also, das Chaos soll machen, was es will. Wir haben einen Ausweg, wir haben eine Richtung und diesen Weg des Lichtes
darf jeder mit uns gehen, der es denn möchte. Ich sage jetzt einfach, ich umarme dich ganz, ganz liebevoll und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Tschüss!